Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Italia auf der Italia. Wir hätten mal wieder gedacht, es geht mal wieder weiter. Und zwar, wie versprochen, in unserer Erntezeit. Das heißt, ich habe natürlich war fleißig und habe vorgespult und wir sind jetzt ready zum Ernten. Ne? Wir müssen aber theoretisch unseren Tauschtraktor, also unseren Bulldog halt, noch abholen. Unseren neuen, den wir ja in der letzten Folge getauscht haben. Ich muss bloß einmal schnell dieses Scheißhaus hier. Boah, Junge, das ist Trigger zu hart. Du weißt nicht. Guck mal, du weißt nicht, wo du hinlenkst. Gar kein Plan. Ist auch scheißegal. Wir werden diese Woche schön dreschen. Vielleicht sogar schon die Bodenbearbeitung rein starten. Das ist so der Plan und die Geschichte gerade. Ja, schauen wir mal, ob wir das Schneidwerk selber rausziehen oder dann. Ja, doch, da kommen wir selber hin. Weil dann gehen wir jetzt direkt rein ins Erntevergnügen. Ja, und schauen mal, was dann so geht. Ich habe übrigens noch eine kleine Überlegung. Nämlich Drescher-technisch. Ist der Topliner schon ziemlich. Ups. Abbrechen. Ziemlich gewalttätig von der Größe. Deswegen habe ich einfach mal überlegt, ob wir dieses Stück nicht auch tauschen gegen vielleicht irgend sowas in die Richtung. Vielleicht sogar den schwarzen hier, weil der ist nämlich offiziell von der Map. Oder halt. Wir schauen noch mal, ob wir irgendwas anderes finden. Das wäre halt dann auch im Großen und Ganzen noch mal ein Plus, ne? Wir können ja noch mal schauen. Der Drescher 70.000, Schneidwerk 17.000, Schneidwerkswagen 600. Und wenn wir uns das jetzt mal rein anschauen, da sind wir bei 55.000, völlig wurscht welchen, sind wir bei 75 und dann sind wir bei 75, 75 76.500. Also ziemlich das, was er kostet. Deswegen würde ich das fast vorschlagen, dass wir das jetzt direkt spontan machen, weil das Ding ist auch echt sehr, sehr groß. Deswegen machen wir das jetzt auch und ernten nicht, sondern tauschen jetzt nämlich Drescher. Das habe ich mir natürlich lang überlegt. Das ist jetzt nicht in den letzten 30 Sekunden entstanden, die Überlegung, sondern lange ausgearbeitet und überlegt, weil erstens kriegen wir mehr Geld, mit mehr Geld haben wir mehr Fläche und dann können wir das auch ganz entspannt erst mit einem kleinen Drescher machen und müssen das nicht mit dem hier machen und der oder irgendein anderer Drescher kommt dann irgendwann später wieder zurück. Das ist dann, wie wir es wollen. Außerdem hat der New Holland in dem Fall auch ein bisschen mehr Feeling wieder am Start. Hier im italienischen Bezirk hier, keine Ahnung, wie tief das in Italien spielt. Schon ziemlich tief drin, muss man sagen. Es ist jetzt nicht so Norditalien, es ist schon eher so Mittel bis Süden irgendwas. Aber ich weiß es gar nicht. Also ich weiß nicht, was sich der Mapper, der Edo Mods, wo der sich inspiriert lassen hat. Das kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht weiß. Aber für mich sieht es auf jeden Fall so. Es ist einfach eine geile Map, oder nicht? Ich finde es immer noch richtig geil. Genau, jetzt, wie gesagt, der Drescher geht jetzt. Den hauen wir weg, holen uns einen anderen, dass wir wieder so ein Plus machen wie mit der Fast Track Fiat Aktion. Dass wir da einfach ein bisschen Plus Geld rausholen, weil erstens braucht man es. Und jetzt habe ich wieder den rausgetappt, ne? Erstens brauchen wir das und zweitens ist es halt völlig übertrieben mit dem Drescher. Also lieber das Geld anstatt den Drescher, sage ich euch ganz ehrlich. Genau. Letzte Frage ist am Deutsch. Und dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, fahren wir überhaupt richtig. Hey, wir sind jetzt zwar ein bisschen unterwegs. Ist auch völlig wurscht, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Wir werden jetzt die ganze Folge hier wahrscheinlich damit verbringen, Fahrzeuge hin und her zu fahren.
Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, oder nichts wie gesagt, aber was ich euch sagen kann, ist, nach der Aufnahme, also nach der Italia-Aufnahme, das sind jetzt 2 Folgen, steht nur noch jetzt bin ich verstört. Steht nur noch Bausimulator an und da könnt ihr euch auf jeden Fall auf. Ja, ich sag mal. Ups. Auf ein bisschen längere Folgen würde ich mal behaupten, einstellen. Ich denke mal. Weil wir werden ein bisschen was machen oder es steht ein bisschen was an auf dem Bau. Ich denke, hier wird es darauf hinauslaufen, dass wir ganz entspannt normale Folgen haben, weil es ist jetzt hier gar kein Stress oder so. Das Einzige, was natürlich wieder ansteht, wären Missionen. Oder vielleicht können wir ja mal reinschauen. Schauen wir da mal. Das auf jeden Fall. Gruppermission haben wir noch nie gemacht, oder? Eine schöne mit einem 6A. Was hätten wir sonst noch? Ernten hätten wir auch zwei, also sind zwei kleine. Wir kommen nicht drum rum, wahrscheinlich die ein oder andere Mission noch zu machen. Aber dann eher wieder große, die viel Geld geben, anstatt so kleine. Das ist auf jeden Fall soweit sicher schon. Oder das sage ich euch, wie es ist. Hier steht übrigens unser Fiat. Genau. Der wird dann auch gleich das Schneidwerk wahrscheinlich mitnehmen. Den fahren wir jetzt auch als erstes dann nach Hause. So, jetzt waren wir erstmal fast die Hälfte der Folge unterwegs. Mit dem Drescher. Aber das ist ja alles halb so schlimm. Ich habe es übrigens letzte Woche am Freitag im Stream erwähnt, dass ja ein Aquarium-Update ansteht. Da bin ich auch immer noch ein bisschen am Denken, Planen und Einkaufen. Aber es steht im Moment echt viel Special an. Wie gesagt, 2 Lego-Sets, das Holy Energy-Video und dann jetzt in Planung aktuell das Video für. Boah, 80.000 schon viel. Für. Was habe ich jetzt gesagt? Das Holy Energy, 2 Lego-Videos und das Update-Video für das Aquarium. Ach ja, und ein Siku-Sammlungs-Update-Video steht ja auch noch an. So, da ist er schwarz oder rot. Ich finde rot eigentlich geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Nehmen wir Drille-Burger. So, kombinierbar mit einem kleinen Schneidwerk und einem kleinen Schneidwerkswagen. Und guck, wir sind noch fett im Plus drin. Und haben jetzt einen geilen Drescher. Also ich finde ihn nicht geiler wie den Deutz. Aber er ist auf jeden Fall vom Feeling her auf der Map viel geiler. Also, finde ich. Das ist wie eine spontane Entscheidung gewesen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Aber ich finde es eine gute Entscheidung, weil wir ja dann auch der zweiten Fläche deutlich näher kommen. Jetzt, wenn wir dann die Ernte in der oder, nein, wahrscheinlich eher in der nächsten Woche verkauft haben, werden wir uns dann da auch, bevor wir wieder ansäen, ein zweites Feld auf jeden Fall anschaffen. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher. Aber bevor wir jetzt wieder. Und außerdem fährt der Drescher 5 km/h schneller. Aber bevor wir jetzt mit dem heimfahren, fahren wir jetzt erstmal eine Runde mit dem Fiat. Da können wir bloß das hier noch einmal ausschalten.
Und das ist halt echt auch ein ge richtig geiles Ding. Es ist gerade nur, das, was ich sehe, ein bisschen. Bisschen laut. So, ich glaube, jetzt könnte es besser sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist es immer noch zu hell. Ich habe das mal mit dem Sound ein bisschen rumgespielt, dass ihr mehr Spielsound habt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nicht zu laut ist. Ich finde es fast ein bisschen zu laut, glaube ich. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Ich glaube, so ist fast besser. Aber könnt ihr ja auch mal reinschreiben. Ich habe nicht gesagt, der Fiat ist jetzt hier unser neuer, den ich wirklich sehr, 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 sehr geil finde. Ich glaube, vielleicht versteht der ein oder andere jetzt auch, warum ich einen New Holland Drescher jetzt wollte. Weil Fiat und New Holland ist ja dasselbe oder gehört ja zusammen. Oder aus Fiat kam New Holland dann raus irgendwann. Und diese alten New Holland Drescher passen halt auch noch geiler hier auf die Map, ne? Und ich finde, ey, bitte, wer den jetzt nicht geil findet, na, der. Der kann auch woanders hingehen. Das ist wirklich Maschallah einfach. Nicht mal der Bulldog an sich, ne? Ich würde auf einem anderen Spielstand wahrscheinlich eher nicht den Fiat kaufen, bin ich auch ganz ehrlich. Aber einfach dieses Feeling auf einer Italienkarte, die geil ist, einen geilen Italiener zu fahren. Ja, dass wir kein zahme Fortis 190 haben, ist halt schade. Müssen wir mal gucken, ob ich noch irgendeinen finde. Einen geilen, aber zum Beispiel jetzt hier Fiat, Landini. Ich will jetzt nicht auf Krampf italienische Marken hier mit reinnehmen, ne? Das auf keinen Fall, ne? Ihr wisst ja, mir ist es völlig wurscht. Hauptsache bocken muss es, ob das jetzt ein 936 TMS ist oder ein Fiat Agri Pro scheiß die Wand an Bulldog. Oder ein Class Axion TT ist, das ist mir völlig wurscht. Es muss einfach, es ballern muss es, ne? Aber der ballert halt jetzt hier gerade richtig geil. Und der passt halt auch zu unserem kleinen Fiat zu und es ist einfach alles geil. Der röhrt auch richtig, das ist geil, Alter. Ich finde ich fast geiler wie ein 1455. Und wahrscheinlich können wir auch den Schneidwerkswagen wegstellen und komplett ohne Schneidwerkswagen hier jetzt rumfahren in Hofnähe. Ich würde sagen, wir stellen das alles wieder hier ein bisschen schräg hin. Dann hängen wir hier auch gleich den Anhänger dran. Ich finde, es passt einfach. Ich finde unseren Hof, der ist richtig gelungen hier. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. Dann starten wir jetzt noch unsere Tour hier mit unserem Drescher. Aber ich denke, dass wir den erst in der nächsten Folge gar heimfahren. Weil, wie gesagt, ich will hier die Woche ein bisschen normal lange folgen, weil es stehen dann jetzt auch gleich noch Bausimulator an und da werden es wie gesagt ein bisschen länger. Deswegen schaue ich, dass ich das nicht so kurz wie möglich halte, aber auf jeden Fall nicht länger als normal. Andererseits ist es auch drauf geschissen irgendwo. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, es ist ziemlich sicher, dass wir als Geschenk einen Ferrari bekommen bei der Folge 50. Na, wir haben ja immer so gesagt, bei Folge 2 damals bei der Mini-Punzo, bei Folge 50, bei Folge 100, dann 200 und so weiter und so fort, ne? Bei den ganzen dicken Folgen, dass man da irgendwie Geschenke machen oder so. Und ich glaube, dass für hier einfach ein Ferrari richtig geil ist. Den können wir ja dann ein bisschen fahren und dann irgendwann verkaufen als Budget mal, als Geld.
Vielleicht auch irgendwas leihmäßiges, dass man sagen, wir kriegen für eine Aufnahmesession irgendwas maßlos Übertriebenes kostenlos. Also so ähnlich wie damals auf der Minibrunn, dass wir es hier weiterführen. Das finde ich eigentlich mal ganz cool, wenn ein Projekt irgendeine Folgenhöhe erreicht hat. Na, das finde ich halt geil. Ich weiß gerne mal, was war es noch auf der Minibrunn? Da war es auf jeden Fall. Einmal haben wir 9,42 mit Tiefenlockerer kostenlos für eine Aufnahmesession bekommen. Und einmal haben wir uns, glaube ich, haben wir Geld bekommen. Und zwar irgendwie so und so viel Prozent von irgendwas haben wir da bekommen. Ich glaub, ich weiß aber nicht mehr, was bei Folge 15, was bei Folge 100 war. Und so ähnlich war was, denke ich, hier dann auch handhaben. Schauen wir mal. Aber meine lieben Freunde, die Folge scheint zu Ende zu sein. Wir fahren jetzt dann nächste Folge gar zum Hof, beziehungsweise ich fahre zwischen den Aufnahmen wahrscheinlich noch weiter. Und dann sehen wir uns nächste Folge. Bis dahin, Peace out.